Hallo und guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, wie auch immer. Donnerstag, Zaubertag und heute ist bereits Februar, der 2. Februar 2023 und das ist die 51. Folge vom Donnerstag, Zaubertag und heute habe ich etwas Sensationelles. Ich habe das auch nur als Screenshot im Etikett geschrieben, sensationeller Fund. Denn ich bin mal gespannt, wie weit sich dieses Video verbreitet, ohne dass gleich am Anfang steht, worum es darum geht. Wir Zauberer überraschen ja gerne und das ist wirklich eine Riesenüberraschung, die ich euch heute präsentiere. Und ich fange mal mit der Kausalkette an. Das ist ja manchmal nicht so einfach, den Anfang einer Kette zu finden, aber hier ist es relativ einfach. Etwa vor, ich sag mal, 4 Wochen rief mich ein guter Zauberkollege an, Daniel Meyer vom Zauberdiscount. Hallo Daniel, vielen Dank nochmal. Und schickte mir eine WhatsApp und sagte: Vitus, hast du Interesse an Kalanak-Sachen? Ja, ich meine, was ist das für eine Frage? Aber ich fand die Frage sehr nett vom Daniel. Ich habe gesagt: Daniel, natürlich, her damit. Gut, dann kam die nächste WhatsApp. Ja, Vitus, dann stelle ich mal den Kontakt her. Der Herr wird sich bei dir melden. Aha, sagte ich: okay, gut. Habe ich gesagt, okay, nicht Daumen hoch im WhatsApp. So. Ja, und dann kam wirklich ein paar Tage später ein sehr netter Anruf von einem Herrn Schiemann. Herr Schiemann aus Stuttgart. Er sagte: Herr Witt, ich habe ein paar Originalsachen von Kalanak. Oh, sagte ich, toll. Darf ich fragen, wie Sie dazu kommen? Weil die Provenienz ist natürlich immer sehr wichtig für Exponate. Ja, sagte er, ich war der letzte Betreiber des Hauses Erdbeer. Ah, da klingelte es schon. Erdbeer, das wissen die Eingeweihten, war ein Restaurant und eine Art Pension im Raum Stuttgart, die Kalanak häufig benutzte und sich auch mit den damaligen Besitzern angefreundet hat, beim Ausbau geholfen, beim Umbau geholfen hat, mit der kleinen Gegenleistung, wenn er immer dort in der Gegend ist, er dort auch mit seiner Crew übernachten kann. Ja. Das ist also das Haus Erdbeer. Und der letzte Pächter war dieser Herr Schiemann. Ein sehr netter, sehr freundlicher Herr. Ja, und hier ist ein Foto von Herrn Schiemann, das er mir dazu mitgeschickt hat. Kalanak ist auf der linken Seite, wie man sieht. Und er in jungen Jahren sitzt rechts, der Herr Schiemann. Die Besitzerin ist in der Mitte. Das Foto ist um 63, glaube ich, 1963, sagte mir Herr Schiemann, aufgenommen worden. Das heißt also relativ kurz vor Kalanaks Tod, der ja, wie wir wissen, am 24. Dezember 1963 gestorben ist. Ja. Er sagte: Herr Witt, ich habe hier ein paar Sachen, die würde ich Ihnen gerne geben. Habe ich gesagt: Herr Schiemann, wunderbar. Kalanak, hallo, wie dem auch sei, ist ein Riesenname in der Zauberkunst. Was wollen Sie dafür haben? Sagt er: dafür will ich nichts haben. Machen Sie ein großes Schild in Ihrem Museum dran, gestiftet von Herrn Schiemann. Ja, nichts leichter als das. Und das möchte ich euch heute aber schon mal zeigen, weil man kann ja nie wissen, was passiert. Nicht, wenn ich morgen die Treppe runterfalle. Ja, klingt blöd, aber ist nun mal so. Also, ich habe das Paket bekommen. Und das Erste, was ich ausgepackt habe, war ein Kerzenleuchter. Ein Kerzenleuchter, dachte ich, ja, schön, den hat er wahrscheinlich irgendwie auf seinem Schreibtisch gehabt oder wie auch immer. Nee, nee, da ist hier vorne eine Inschrift. Und diese Inschrift, ich werde es jetzt auch mal groß zeigen, die besagt: unserem Produktionsleiter von seinen Getreuen. Und zwar am 23. Januar 1939 eingraviert. Das ist also ein Geschenk, den er bekommen hat, 39, da war er ja noch in der Filmbranche tätig, von seinen Getreuen. Ist doch gigantisch, nicht? Ja, das ist Nummer 1. Nummer 2, es wird spannend, ist ein Zauberstab. Und zwar der Originalzauberstab von Kalanak. Damals hieß er noch nicht Kalanak, das wissen wir alle, er hieß Helmut Schreiber und deswegen hat er sich auch hier oben, das zeige ich auch gleich mal ganz nah, seine Initialen nicht eingravieren lassen, sondern draufsetzen lassen. Ich habe noch nicht geguckt, ob das Silber ist. Auf jeden Fall im schönen Metall ist das hier, kann man das glaube ich erkennen, HS. Helmut Schreiber.
Und dieser Zauberstab, der ist auch dokumentiert in Fotos, die der großartige Fotograf Gundlach angefertigt hat. Diese Fotos, die findet ihr in diesem Heft. Da sind die Fotos abgebildet. Die habe ich versaubeutelt, die Fotos, nichts ahnend. Man sieht nämlich auf diesen Fotos keine Fäden. Und Gundlach und Kalanack war es wichtig, dass man gerade diese Fäden sieht, mit denen dieser Zauberstab dort schwebt an den Händen. Da hat das mir ein bisschen Ärger eingebracht, wofür ich mich natürlich nachträglich immer noch mal entschuldigen möchte. Ja, nichtsdestotrotz, jetzt kommt es, und zwar. Tadadada, Tusch. Das ist wirklich sensationell, was ich jetzt habe. Also ich finde das sensationell. Kalanak. Kalanak war berühmt durch was? Ja, durch die Wunderbar. Und was hat er noch sehr populär gemacht? Wasser aus Indien. Und dazu hat er einen Krug benutzt. Einen Tonkrug. Jetzt sagt nicht, Mensch, wie das hast du etwa den Tonkrug? Ja, ich habe ihn. Tada! Das ist der Original Kalanak Tonkrug, den er benutzte für sein Kunststück Wasser aus Indien. Ist das nicht sensationell? Herr Schiemann hat mir dann erzählt, dass Kalanak den Krug nach einiger Zeit ausgetauscht hat, weil der ihm zu schwer wurde. Und ich kann euch sagen, der ist auch sau, sau schwer. Und wenn der noch mit Wasser gefüllt wird, dann ist der noch mal so schwer. Ja, und den hat Kalanak, wie wir ja auch auf den Bildern sehen können, benutzt für sein Kunststück Wasser aus Indien. Ist das nicht sensationell? Das werden also die nächsten Exponate im Museum Bellarini sein. Und ich war ganz, fand's gespannt und ganz aufgeregt, das euch heute zu zeigen. In der 51. Folge, Donnerstag Zaubertag. Bedanke mich, dass ihr reingeschaut habt. Erzählt es weiter und dann bin ich mal gespannt, ob dieses Video auch ohne diese großartige Ankündigung viele Klicks bekommt. Und wenn ihr mir Kommentare reinschreiben wollt, würde ich mich noch mehr freuen. Wenn ihr diesen Kanal abonniert, würde ich mich noch mehr freuen und kann ich euch immer wieder Dinge erzählen, die rund um die Zauberkunst, natürlich speziell in meinem Museum, geschehen. Das war's also. Tschüss, bis zum nächsten Mal.